Mensch Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilje-Stiftung. Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Mensch Margot. Herzlich willkommen, wo auch immer Sie uns gerade verfolgen, vor dem Fernseher oder bei YouTube oder im Radio oder über das Handy. Heute mal wieder eine Dreierfolge, Margot. Wir haben uns wieder wen ausgesucht. Und das Schöne heute, man soll ja immer überraschen mal wieder, ist, dass der Martin Reckwig heute dabei ist. Das ist unser leitender Redakteur, der eigentlich immer da im Publikum sitzt und uns zuhört. Heute bist du mit dabei, Martin. Finde ich sehr, sehr gut. Willkommen. Ja, schön, dass du da bist. Du bist ja eigentlich hier die Hebamme der Sendung, kann man sagen. Das war deine Idee. Genau. Jetzt ist mal die andere Seite, ein Seitenwechsel, um zu merken, wie hoch der Stressfaktor auch ist, wenn man eine Mensch-Margot-Folge produziert. Ja, mal gucken. Und ist ja vielleicht auch spannend für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass man mal sieht, dass du eigentlich dahinter bist. Und heute bist du mit dabei, weil, das müssen wir mal erklären, wir zu diesem Thema heute, wir hatten viele Anfragen zu Experten, Expertinnen, die haben dann zum Teil auch kurz vorher abgesagt und insofern hat Martin sich das alles raufgespielt und du bist quasi für all die Experten, die nicht konnten, bist du stellvertretend, du bündelst das heute. Mal schauen. Alles in einem. Und wir wollen heute nämlich über ein, ich finde auch wieder super spannendes, großes Thema sprechen und zwar über die Arbeit bzw. die Zukunft der Arbeit. Ich glaube, es war sogar deine Idee, Martin, oder? Ich glaube, wie so oft gemeinsam Themenentwicklung. Ne? Wir reden ja darüber, ringen um bestimmte größere Themen, grenzen das ein und diesmal aber Zukunft der Arbeit, ja, ist ein großes Thema und wenn man sich einarbeitet, merkt man, wie wichtig das für unsere Zukunft auch ist. Ja, beziehungsweise auch an was für, dass wir am Beginn einer großen, großen Veränderung stehen, Margot. Also liest man immer wieder, hast du auch sicherlich schon gehört und dir deine Gedanken zugemacht? Ja, erstmal muss ich sagen, wenn wir auf die Vergangenheit gucken, dann kann man sagen, dass mit Luther die Arbeit aufgewertet worden ist erstmal. Also dass Arbeit zur Würde des Menschen gehört und dass jede Arbeit wichtig ist in einem gesellschaftlichen Komplex. Also der regierende Fürst ist genauso wichtig wie die Magd, die den Platz fegt, hat er gesagt. Mhm. Und das alles ist Beruf. Das ist nicht einfach nur Job, sondern jeder hat eine Gabe, eine Berufung, die er einbringt in die Gesellschaft. Und der Umbruch, der jetzt bevorsteht, so was ich gelesen habe, ist, dass wir viele nicht mehr brauchen werden, weil künstliche Intelligenz ganz vieles übernimmt. Und dann die Frage ist, was heißt eigentlich in Zukunft Arbeit? Und ich denke, darum wird es gehen. Absolut, genau. Und übrigens dazu, ich habe wiederum gelesen, dass das doch gar nicht stimmt, dass so viele, dass viele Menschen gar nicht mehr gebraucht werden. Es wird immer, egal welche Transformation da jetzt genau kommt, immer sehr viele Jobs geben. Und es ist ja aktuell sogar so, dass wir uns vor Arbeit kaum retten können. Der Fachkräftemangel ist, glaube ich, ein Riesenthema. Ja. Überall. Also das kannst du ja in jedem Restaurant, in jeder Bäckerei, siehst du, dringend Verkäufer gesucht, Koch gesucht, ja. Bedienung gesucht. Also Fachkräfte werden gesucht, in der Pflege vor allen Dingen auch. Mhm. Und das wird ein ganz großes Drama werden, denke ich. Auch viele Pflegekräfte in den Krankenhäusern kapitulieren und sagen, wir machen nicht mehr weiter. Und da ist eine ganz große Frage, wie soll das weitergehen? Und zwar schnell, akut. Ich würde auch sagen, also nicht nur in diesen Segmenten oder Bereichen, sondern ich kenne das von meinen, also ich bin jetzt 41, in meinem Bereich, in dem Alter von meinen Bekannten und Freunden, die ihr Jobs haben, wie viel da auch gesucht wird. Headhunter, also quasi Kopfjäger, die auf die zugehen und versuchen, die in andere Branchen zu holen. Also es ist, glaube ich, in fast allen Bereichen ein großer Kampf um Arbeitsplätze. Und ich habe das alte Ding mit den Zitaten so. Ich habe ja immer gern einen Spruch und ihr kennt ja den. Arbeit ist das halbe Leben, sagt man. Und wenn das zutrifft, dann wird sich unser Leben wirklich ganz schön verändern. Und es gibt so diese drei großen Themen in der Soziologie. Leute, die sich damit befassen, Martin, sagen, also die Digitalisierung wird sehr viel verändern. Das hat man schon häufiger gehört. Flexibilisierung, also ich sag mal, dass du einen Job hast, wo weniger feste Strukturen sind, sondern dass du mehr fluide arbeiten musst, dass nicht mehr so ganz klar dein Tag durchstrukturiert ist, sondern du jedes Mal so ein bisschen auch einen anderen Arbeitstag hast. Ich glaube, das ist auch damit gemeint, dass man sich flexibler aufstellt. Und dritter großer Punkt, Subjektivierung. Da wusste ich gar nicht, was das bedeutet. Ich habe nachgeguckt und das ist die autonome, eigenverantwortliche Selbststeuerung und Regulierung der Arbeit. Aber ich glaube, das haben viele Firmen inzwischen ja auch in Hannover schon eingeführt, dass es nicht mehr so geht, du musst von 8 bis 16 Uhr im Büro sitzen, sondern du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Mhm. Wie viel Zeit du dafür brauchst, ist deine Sache. Du musst das
Projekt zu Ende bringen. Und das ist nicht mehr so zeitorientiert, so lange am Schreibtisch sitzen, sondern projektorientiert. Ja, aber ich habe nur so, als ich das gelesen habe, Martin, habe ich nur gedacht, okay, das klingt nach mehr Freiheit, aber gleichzeitig eigentlich auch nach mehr Stress. Oder? Nach mehr Verdichtung, nach mehr Eigenverantwortung. Also die Flexibilisierung, die haben wir ja im Wesentlichen jetzt schon. Die hat schon längst angefangen. Digitalisierung auch. Beim Stichwort Subjektivierung, da kommen wir noch, ob Arbeit wirklich sinnerfüllend ist, so wie sie heute läuft. Mhm. Na, für viele Menschen, ob das nicht ganz anders läuft. Du hast gesagt, Arbeit ist das halbe Leben. Ja. Also wenn man das mal in Zahlen umrechnet, das haben natürlich auch Forscher getan, dann ist es nur noch ein Zehntel des Lebens. Also unsere normale Arbeitszeit, die knapp 8 Stunden, die wir haben, ohne Überstunden, macht nur noch ein Zehntel unseres Lebens aus. Ach so, wenn man also, das mal ganz hochrechnet. Genau, wenn man also jetzt den ideellen Stunden Wert dazu rechnet, der vielleicht auch damit gemeint ist, halbes Leben, dann ist es mehr. Aber so viel macht die Arbeit bei den meisten Menschen gar nicht mehr aus im Leben. Okay. Und das hat sich ja auch verändert, dass sich gerade, denke ich, die Jüngeren, hatten wir schon mal auch als Thema, dass die Jüngeren auch sich nicht mehr derartig über Arbeit definieren, wie vielleicht noch unsere Generation, Martin, sondern dass die doch ganz oft sagen, also der Sinn des Lebens und ich will mich entfalten und ich will mit meiner Familie Zeit haben, ich will freigestaltete Zeit haben. Also wird doch für die Generation von uns und unseren Eltern der Beruf, die Arbeit ganz entscheidend war. Gut, für die Frauen nicht, die durften lange gar nicht arbeiten oder berufstätig sein, gearbeitet haben sie auch. Das ist ja auch noch ein Unterschied. Ich glaube, das ist nämlich das Thema, das ist dieser große Wandel, vor dem wir stehen. Nicht nur, weil die Arbeit an sich sich verändert, sondern auch, weil die Arbeitenden sozusagen einen Wandel durchmachen. Und da kommen wir auch auf jeden Fall heute noch hin, wie die aktuelle Generation dazu steht. Also ich habe irgendwo gelesen, klar ist, wir stehen am Anfang einer Riesentransformation. Und wenn das sozusagen ein Marathon ist, dann befinden wir uns quasi auf den ersten 5 Kilometern. Das heißt, es ist gerade der Beginn sozusagen einer großen Veränderung. Was glaubt ihr vom Gefühl her? Ist das dann eher jetzt eine Dystopie, die da entsteht, oder eine Utopie? Also Utopie heißt ja, dass das Paradies sozusagen steht vor einem und Arbeit wird immer besser, immer toller oder, wie ich gerade schon ein bisschen angerissen habe, auch immer kräftezehrender und immer schwieriger, sich zu positionieren auch und auf dem Markt zu bestehen sozusagen. Also was ich mir vorstellen kann, was besser wird im positiven Sinne jetzt, ist, dass vieles, was wirklich Knochenarbeit war, also was Menschen wirklich auch kaputt gemacht hat, körperliche Arbeit, dass da immer mehr übernommen wird von Maschinen und vielleicht auch stupide Arbeit, wie bestimmte Tabellen ausfüllen und anderes durch die künstliche Intelligenz dann schneller und einfacher geht. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch positiv ist. Aber wenn du sinnstiftende Arbeit suchst, dann könnte das natürlich mit dieser ganzen Digitalisierung auch zum Problem werden. Also ich habe gerade gehört jetzt zum Beispiel von einer Kollegin von euch, die ist jetzt in einem, ich sage nicht wo, aber in einem Sender, sie sagt, das ist ganz furchtbar. Früher hatte sie ihr Büro, hatte Recherchen, hatte ihr Material da. Jetzt haben sie Großraumbüro, Clean Desk Prinzip. Wenn man geht, muss man den ganzen Schreibtisch leer machen und gehen. Und am nächsten Tag sucht man sich wieder einen Platz. Und sie sagt, das ist für mich unangenehm. Ich bin nicht mehr beheimatet in meinem Büro, in meinem Beruf. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich bin nur noch eine Nummer unter etlichen, die da sitzen. Also es entfremdet auch mehr, denke ich. Ja, das ist Flexibilisierung und es stresst auch. Ja. Das kann ein großer Stressfaktor sein. Also Verbesserungen gibt es ja, glaube ich, auch durch Roboter. Du hast vorhin das Stichwort Pflege, Altenpflege gesagt. Also einerseits fürchtet man ja, dass Roboter da Menschen ersetzen. Andererseits, wenn sie bettlägerige Menschen heben können, drehen können und da helfen können im assistierenden Bereich, dann wird es dort auch Roboter geben. Aber alle Voraussagen gehen dahin, dass diese Bereiche weiterhin von Menschen gemacht werden. Ja, du bist ja auch wirklich nicht ehrlich. Die Vorstellung, von einem Roboter gepflegt zu werden, finde ich furchtbar. Also gut, das Körperliche vielleicht, dass es da Unterstützung gibt, aber gerade in der Pflege brauchst du doch Zuwendung, liebevolle Zuwendung. Die wird es ja auch geben. Aber ich sage mal, die schweren Arbeiten, die du vorhin selbst angesprochen hast, die Knochenarbeit, die Rücken belastet und zu frühzeitiger Erkrankung und Arbeitsunfähigkeit führt, wenn es dort Roboter und andere Maschinen gibt, die uns die Arbeit abnehmen, dann ist das, glaube ich, hilfreich. Mhm. Also es gibt ja auch hier nahe in Niedersachsen das Stichwort Spargelstechen. Macht ja kaum ein Deutscher noch. Ja. Ne? Deutsche, für die ist das zu beschwerlich. Wir haben viele Lohnarbeiter aus Polen, inzwischen Rumänien und so weiter.
Und es gibt jetzt Maschinen, die das übernehmen können. Das Spargelstechen schon? Ja. Wirklich wahr? In Holland eine Maschine entwickelt, die das Spargelstechen in der ganzen sensiblen Form, die es da bedarf, dann diese Stange da aus dem Erdreich zu holen und auch zu erkennen, ob die reich ist, die gibt es inzwischen. Die kosten nur im Moment noch so viel Geld, dass es für die Unternehmer, also die Spargelbauern, immer noch lukrativer ist, viele Lohnarbeiter aus Südosteuropa anzuheuern. Ja. Aber erst dann, wenn es ein Geschäftsmodell ist, wenn es sich wirtschaftlich lohnt, dann wird das kippen. Bei der Robotisierung genau. Sozusagen. Ja. Also Einsatz von Maschinen. Wir haben ja, also genau, Roboter sind ein Thema, da wird sich vieles verändern. Und dann haben wir, das habe ich dann auch häufig irgendwie gelesen, um so ein bisschen, ich habe gesagt, auf Marathon, Kilometer 5, die Pandemie hat auch schon so ein bisschen was verändert in Richtung, dass man auch wieder mehr zu Hause arbeitet, nicht so dieses Präsenzpflicht, das hat sich ja auch schon verändert. Homeoffice ist das Stichwort. Wusstet ihr, wie viel Prozent eigentlich das, schätzt mal, wie viel Prozent der Deutschen haben das jetzt schon gemacht? Und bei wie vielen Jobs geht das eigentlich? Sag es mal, gibt natürlich viele Jobs, bei denen das überhaupt nicht geht. Homeoffice, genau. Ja, also wenn du Krankenschwester oder Pflegekraft bist beispielsweise, wenn ich jetzt da nochmal bleibe, oder Verkäuferin im Einzelhandel, oder, dann kannst du gar nicht, das sagen wir 20%. Ja, ich glaube auch so 20-25% maximal auch in der Zukunft organisierbar. Ja, korrekt, genau so ist es, 25%. Das heißt, bei denen ging das schon, auch mit diesem Wechsel der Arbeitstätigkeit, dass man das nach Hause verlagert, mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat, bei allen anderen ging es noch nicht. Fand ich auch ganz interessant. Bei mir zum Beispiel ging es auch nicht. Ja, es gibt aber viele Firmen, die es auch nicht wollen. Das höre ich immer wieder. Und das verstehe ich dann nicht, weil es natürlich auch Wege spart. Also ich finde, diese ganzen Anfahrtwege, die kann man sich damit ja ersparen und wahrscheinlich auch effektiver arbeiten, weil du sagst, also ich kann mir das jetzt einteilen, wann. Und es ist natürlich auch familienfreundlich. Aber auch wirklich ein kleiner Aspekt des Wandels. So. Also auch da wurde das beurteilt nach dem Motto, ja, das hat stattgefunden, aber das ist nicht der große Umbruch, von dem wir reden. Martin, wir haben im Vorfeld versucht, Richard David Precht auch als Gast zu gewinnen für unseren Podcast, der auch ein Buch darüber geschrieben hat, wie sich ja unsere ganze Auffassung von Arbeit verändert. Freiheit für alle heißt das. Das Buch heißt Freiheit für alle. Du hast es auch angelesen? Angelesen, oder? Ja. Ganz durch bin ich nicht gekommen. Und er sagt, also weitreichende Veränderungen kommen auf uns zu und wir müssen uns darauf vorbereiten. Und ich weiß nicht, Martin, die zentrale These, ist das richtig, wenn ich sage, dass er sagt, wir sind auf dem Weg von einer Arbeitsgesellschaft zu einer Sinngesellschaft? Ist das das, was er postuliert? Ja. Wie würdest du das beschreiben? Deswegen heißt das Buch auch nicht Arbeit für alle. Das könnte ja auch ein Titel sein. Der Titel Freiheit für alle irritiert ja erstmal, wenn er die ganze Zeit über das Thema Arbeit schreibt. Ja. Also er fängt da ganz weit in der Geschichte an und sagt eben, dass dieses Thema Arbeit die Bedeutung, die es heute hat, tatsächlich früher überhaupt nicht hatte. Also bei den Römern, Griechen war Müßiggang, also ein wohlgeschätzter, ein wertgeschätzter Bereich, dann Tätigkeit. Dann. Da haben nur die Sklaven gearbeitet da. Und er sieht heute, dass das Thema Arbeit einfach als Stichwort belastet ist. Es heißt immer Erwerbsarbeit. Es grenzt viele Menschen aus, jetzt schon, die langzeitarbeitslos sind. Auch die im ganz unteren Bereich quasi als Dienstboten tätig sind. Und von denen wird es durch die digitale Revolution, das ist seine These, noch viel, viel mehr geben, weil viele Menschen ihren Job da verlieren werden. Also erstmal ist es eine Umbewertung. Er sagt, du sollst das tun, was sinnvoll ist, wonach du strebst. Und wenn das nicht geht, weil du abhängig arbeitest, dann sollst du die Möglichkeit haben, aber frei zu sein von den materiellen Abhängigkeiten. Und das führt in der Konsequenz zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Ja, das hat er ja immer. Für jeden. Mhm. Das ist seine Conclusio. Ohne dieses Grundeinkommen funktioniert das nicht. Dann ist es nur ein Etikettenschwindel, ja. Wo man sagt, das heißt dann eben nicht Humanisierung der Arbeit, ja. Wo wir jetzt ja schon drüber reden, sondern tatsächlich eine neue Bewertung von Arbeit und sinnvollem Tun. Okay. Also über dieses Grundeinkommen, da reden wir, glaube ich, nachher nochmal, ob sinnvoll oder nicht. Aber das heißt, die Idee ist, Arbeit
ist sehr in den Vordergrund gerückt. Es war eine Arbeitsgesellschaft. Mhm. Weil das aber so für alle, besonders für prekärere Jobs, nicht mehr funktioniert, sagt er, sollte oder ist mehr der Sinn, also die Sinnsuche rückt mehr in den Mittelpunkt. Mhm. Und Arbeit federn wir ab, indem es quasi so Kohle gibt, automatisch, sodass das nicht mehr so ein wichtiger Faktor ist. Ja. Und er sagt, das wird so kommen oder das sollte so kommen, damit wir menschenwürdiges Leben führen. Ja, also er fordert das und er glaubt, weil es sonst zu großen zerstörerischen Veränderungen bei uns kommen Ach so. Wird. Immer mehr Menschen werden abgehängt, geraten in materielle, katastrophale Lagen hinein. Und das sind jetzt nicht nur die wir jetzt im Moment haben, sondern er sagt, bis 2034, 35 werden 10 Millionen Menschen durch die Automatisierung, durch die Digitalisierung ihren Job verlieren. Und er ist skeptisch, was andere sagen, dass viele von diesen einfach neue Jobs machen. Das glaubt er nicht. Okay. Er glaubt nicht, dass ein Schlachter, eine Bürokauffrau jetzt einfach umspringen kann in neue digitale Berufe hinein. Also und dann müssen wir noch von denen sprechen, die überhaupt keinen Schulabschluss machen. Ja. Also es gibt ja eine ganz große Gruppe, die überhaupt keinen Schulabschluss machen und keine Ausbildung deshalb antreten können. Und die fallen natürlich auch noch alle in diese Kategorie und werden gar keine, außer vielleicht Ausfahren von Lebensmitteln oder anderem, gar keine Eingliederung in ein Arbeitsleben, wie wir es uns vorstellen, finden. Ich denke auch, dass unsere ganze Vorstellung von Arbeit, dass du einen Beruf antrittst, du machst eine Ausbildung, ich sage jetzt mal ganz konservativ bei uns ja, du studierst Theologie, du machst das Vikariat und dann bist du den Rest deines Lebens Pfarrer und wirst dann mit 66, 67 pensioniert. Und das wird es so kaum noch, ganz selten geben, dass du solche glatten Berufsbiografien hast. Mhm. Precht sagt auch, dass das Thema Rente, was uns bisher ja so vereint hat, sichere Rente für alle, dass das nicht mehr funktionieren kann. Dass immer weniger Menschen einzahlen für immer mehr Ältere da. Der Demografiefaktor. Und er glaubt auch, dass diese jüngeren Menschen gar nicht dazu bereit sind. Also A, können sie es nicht und B, sind sie nicht bereit, weil sie nicht länger arbeiten wollen, sondern sie wollen eigentlich weniger arbeiten, selbstbestimmter arbeiten. Also das ist auch eine andere Einstellung zur Arbeit und die Jüngeren können sich das auch leisten, weil sie so wenige sind, dass sie sofort genommen werden, wenn sie Fähigkeiten haben und nicht, wie du sagst, Margot, auch in eine prekäre Lage abrutschen, weil sie keine Schulausbildung haben. Ja, das heißt, also das finde ich spannend, weil dann haben wir sozusagen zwei Felder. Wir haben die nicht so gut Ausgebildeten, um die sich Precht Sorgen macht. Und deshalb der Umbruch, von dem ich gesprochen habe, den würde er gern so abfedern, so wie er es beschrieben hat, so wie du es gerade beschrieben hast. Und wir haben die Ausgebildeten, die in der schönen Situation sind, sich quasi die Jobs irgendwie auszusuchen. Mhm. Ich weiß noch, wann bin ich in den Arbeitsmarkt reingekommen? Warte mal, 81 geboren, also um die 2000er Jahre, 2005. Da war es ganz schlimm, da hieß es immer, Gott, oh Gott, wenn ihr überhaupt mal einen Job bekommt und dann auch noch Kulturwissenschaften studiert, bist du eigentlich wahnsinnig. Und aktuell hat sich das ja wirklich sehr, sehr gedreht. Ne? Das, ich meine, das war bei den Babyboomern, wir waren immer alle zu viele. Ja. Wir waren sowieso zu viel. Ja, stimmt. Von allem. Also das 20 Jahre früher war das noch viel schlimmer. Das hat uns ja auch zur Arbeit getrieben. Ja. Der Wettbewerb, der Konkurrenzkampf mit anderen Bewerbern. Wir mussten immer danach streben, besser zu sein, mehr zu arbeiten, Arbeitsengagement zu zeigen auch dann, damit wir genommen wurden und dann bleiben konnten auch da. Und das hat sich schon gedreht und wird sich noch massiver drehen in den nächsten Jahren. Margot, du hast gerade gesagt, das wird es so nicht mehr geben. Man macht eine Ausbildung, man studiert etwas, man lernt. Also diesen langen roten Faden, den du gerade beschrieben hast, für deinen Beruf zum Beispiel. Du hast gesagt, das wird es so nicht mehr länger geben. Ist das irgendwie auch ein bisschen schade, weil Arbeit ja auch irgendwie so ein, keine Ahnung, also dieses Ablösen, dass Arbeit so sinnstiftend war und jetzt vielleicht nicht mehr so ist. Wie bewertest du das? Ich denke, dass es ein großes Privileg ist, eine Arbeit zu haben, die für dich sinnstiftend ist. Ja. Ja, also das haben nicht so viele, dass du sagen kannst, das ist wirklich das, was ich mit Leidenschaft und mit Liebe mache. Und da gucke ich auch nicht auf die Uhr. Ich habe nie geguckt, wie viele Wochenstunden ich arbeite. Das war mir eigentlich egal, weil es Teil meines Lebens war. Das sagt man ja auch, ist dann Profession, wenn Leben und Privates ineinander übergehen. Das wollen die Jungen übrigens nicht mehr so sehr, dass das alles, die wollen das ganz schön gerne mehr trennen, als ich das so in meinem Leben erlebt habe. Das ist schon, finde ich, ein großartiges
Lebensangebot, wenn du das tun kannst, mit Leidenschaft deinen Beruf ein Leben lang ausüben. Mhm. Aber das sieht sicher sehr anders aus. Es gibt allerdings, das möchte ich auch mal sagen, auch Sicherheit, ja? Für Familiengründungen beispielsweise. Ja. Ich erlebe immer wieder junge Leute, die sagen, ich denke drüber nach, aber so wie es bei uns aussieht, so unsicher wie die Lage ist, auch mit der Frage, habe ich einen langfristigen Job oder immer nur projektweise auf 2 Jahre, traue ich mich gar nicht, Familie zu gründen. Und das ist mir alles viel zu unsicher, um jetzt auch dann rauszugehen. Weil das möchte ich auch noch mal sagen, Arbeit, wir reden jetzt immer über bezahlte Erwerbsarbeit. Aber die ganze Arbeit, die geleistet wird, die Erziehungsarbeit beispielsweise, die ganze Arbeit, die Frauen früher geleistet haben, völlig unbezahlt, die durften nicht ins Erwerbsleben, aber sie haben natürlich Arbeit geleistet, jede Menge Arbeit, ohne die eine Gesellschaft auch nicht leben kann, ohne die Pflegearbeit, ohne die Care-Arbeit, wie wir heute sagen. Mhm. Und das, finde ich, wird heute noch weniger respektiert, meine ich, als früher, weil man so sagt, ach, Kindererziehung und Beruf, das muss ich doch locker verbinden lassen, mhm. Ist aber nicht so. Ja. Es ist doch ein Stigma drauf, wer bei dem der arbeitslos ist. Also es gilt als Defizit und je länger das dauert, desto schlimmer wird es für so einen Menschen, wieder zurückzukommen. Also das ist ja quasi wie ein Sträfling, mhm. Muss reintegriert werden, jemand, der arbeitslos gewesen ist und jetzt zurück will. Das sagen Sie aber bei Frauen nach der Elternzeit auch, sie auch, muss wieder, ja, in das Arbeitsleben integriert werden. Ja, ja. Da denke ich, wo waren das die denn in der Zeit? Also, und damit hat, glaube ich, diese neue Sichtweise zu tun, dass Arbeit diese hohe Sinngebung verliert, mhm, und gleichberechtigt tritt, also behält natürlich einen Sinn, das sagt Precht natürlich, mhm, auch, aber es kommen andere Dinge, Freizeit, soziales Miteinander, Gestaltung meines eigenen Lebensraumes und Einsatz für natürliche Lebensgrundlagen, also das große Thema Klimakatastrophe, Raubbau an der Natur spielt da, mhm, auch bei diesem Thema mit rein, wenn es darum geht, was Sinnstiftendes zu tun. Aber guck mal, da sind wir nämlich mitten beim Thema. Ich habe am Anfang ja gesagt, wir sind am Anfang einer großen Transformation. Was ihr alles aufzählt, das zeigt ja, wie sozusagen das gerade sich im Wandel befindet. Und wir versuchen, all diese Trends hier gerade zu nennen, um ein Bild dafür zu bekommen. Also ich schlage vor, dass wir im zweiten Teil vom heutigen Podcast versuchen, mal Linien rauszuarbeiten, in welche Richtung das gehen könnte. Aber Margot, vorab an dich nochmal die Frage, weil ich immer auch dachte, bei Arbeit irgendwie ist das auch ein biblisches Thema. Und wir suchen ja auch immer hier bei Mensch Margot irgendwie auch, ja, Antworten oder Ideen vielleicht aus dem kirchlichen Bereich oder aus der Bibel. Was hast du heute zum Thema Arbeit mitgebracht? Was natürlich gibt es in der Bibel auch viel zum Thema Arbeit. Eben. Erstmal ist die Vertreibung aus dem Paradies. Im Schweiß, mhm, deines Angesichts sollst du dein Brot erwerben. Also die Früchte fallen dir nicht mehr von selbst in den Mund. Also Arbeit ist auch Vertreibung aus dem Paradies. Mhm. Es ist nicht paradiesisch, weil es harte Arbeit war. Und im alten Israel natürlich vor allen Dingen auch die Landwirtschaft. Auch der Weinbau kommt vor. Das ist da Arbeit, mhm, ganz klar. Es gibt dann auch einen schönen neutestamentlichen Brief, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Also da ist Arbeit dann auch Teil des anständigen Lebens. Mhm. Aber ich habe einen schönen Vers aus Psalm 90 mitgebracht, der das Gute auch, dass du ja arbeiten willst, dass Arbeiten auch positiv ist. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Also, dass du auch kreativ bist. Also, du bist Mitschöpfer, Mitschöpferin in Gottes großer, weiter Schöpfung. Und das Werk deiner Hände trägt etwas dazu bei. Also, ich finde das ein sehr schönes, möge gefördert, mhm, sein, das, was wir im positiven Sinne schaffen. Mhm. Finde ich gut, weil genau das ist das, wo ich so ein bisschen gefühlt bei der Vorbereitung herkam. Mir bedeutet Arbeit auch recht viel, muss ich sagen. Und vielleicht auch, weil es mir auch Spaß macht, dass ich was gefunden habe, was so den Neigungen entspricht. Und dass ich bei all diesen Veränderungen, dass ich immer so mich hinterfragt habe, okay, bin ich dann alte Generation sozusagen oder bin ich schon auch die Neue, die diese Veränderung mitträgt? Also es gibt ja auch die Soziologin Jutta Almendinger. Wird sie so angesprochen? Almendinger. Jutta Almendinger, Soziologin, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Die sagt nämlich auch, den meisten Menschen ist eine sinnvolle Arbeit in Zukunft auch wichtiger als die Bezahlung. Also, dass da ein Wandel stattfindet. Und deshalb fand ich das interessant, gerade Margot, was du mitgebracht hast, weil, ja, weiß ich auch nicht, ich bin so auf der Kippe, habe ich so den Eindruck. Bei mir ist das so, dass ich so denke, ich bin noch ein bisschen alte Schule,
dieses Arbeiten, dieses Sinngebende und das Neue ist dann irgendwie zu sagen, okay, wo bin ich, wo entfalte ich mich und wo finde ich Sinn, oder? Also, versteht ihr, was ich meine? Dass ich glaube, wenn wir uns drei fragen, dann ist die Frage nach dem Sinn ziemlich einheitlich beantwortet. Mhm. Wenn wir rausgehen und zu den Pförtnern beim NDR gehen, werden wir vielleicht eine ganz andere Antwort kriegen. Mhm. Die schlecht bezahlt sind, anders und wobei ich jetzt mal sagen muss, die Pförtnerin hier beim hier NDR gut, ne? In Hannover ist immer fröhlich, immer freundlich. Ich habe den Eindruck, dass die ihre Arbeit mit viel Freude macht. Das strahlt die auch aus. Und ich finde, das merkst du Menschen auch an, wie sie zu ihrer Arbeit stehen. Schöner Gedanke an dieser Stelle. Ganz lieben Gruß an die Eva. Die sitzt nämlich da vorne. Und das ist wirklich wahr. Ja. Wirklich immer im Strahlen in den Augen. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich sie beim Vornamen nenne. Die Empfangsdame hier vorne bei uns im Sendesaal. Und wir dachten, die ist so glücklich mit ihrer Arbeit und die Augen leuchten. Und dann fiel uns gerade ein, dann haben wir noch die Schranke, wo auch Pförtner sitzen. Und was hast du gesagt, Martin? Bei denen hast du gehört, dass die... Möglicherweise wechselt jetzt die Zeitarbeitsfirma, bei der sie beschäftigt sind. Und dann hängen die jetzt in der Luft und wissen nicht, ob sie diesen Job, den sie gern machen, und das strahlen sie auch aus, ob sie den weitermachen können. Oder ganz neue Leute kommen, wieder einfach neue Wechsel. Und ich glaube, das ist das, was ich vorhin auch mit dem Thema Sicherheit nannte. Also wenn du einen Beruf hast oder eine Arbeit hast, die langfristig ist, wo du weißt, da gehöre ich hin, dann ist es ja, nehmen wir jetzt mal den NDR hier in Hannover, dann gehörst du auch dazu, das ist eine größere Gruppe, da kann es vielleicht auch mal Streit geben, aber es ist eine Zugehörigkeit. Wenn du outgesourced bist, also was die Schranke betrifft oder was wahrscheinlich hier auch das Putzen betrifft, das ist ja in vielen Firmen so, das sind dann Arbeitsfirmen, die Leute anheuern, die Leute feuern und dann wird gefragt, wer kann es am billigsten machen, am preiswertesten und das wirkt sich natürlich auch aus. Also das sind wir reden ja hier über sehr privilegierte Arbeit, die wir haben, sinnstiftend, ja. Aber wenn du nachts das putzen stimmt. musst, Schulen putzen musst beispielsweise, ich habe eine Bekannte, die putzt dann um 4 Uhr morgens Schulen für wenig Geld, also das sind wirklich schwierige Arbeitssituationen. Ja, das stimmt. Das ist wirklich das so. Und vor allen Dingen ist man Paketdienste, vorher auch schon... Paketdienste ist ganz furchtbar. Der hat mir neulich gesagt, wie viele Minuten der hat pro Paket. Der wird morgens beladen und dann kriegt er eine Strecke vorgegeben. Die muss er schaffen. Und wenn er es nicht geschafft hat, dann muss er weiterfahren, bis das letzte Paket weg ist. Oder nehmen wir mal die ganzen Fahrradfahrer, die hier Essen bringen durch die Stadt. Das werden ja auch immer mehr, die dann da warten, bis sie einen Auftrag bekommen. Also es gibt wirklich prekäre, gedrückte Lohnsektoren. Absolut. Wir waren vorhin bei der Frage, so Zukunft der Arbeit, wird es noch genug Arbeit für alle geben, wenn die Digitalisierung und die Technisierung weiter Einzug hält? Also das Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit sagt, die Digitalisierung wird nicht zu einer Massenarbeitslosigkeit führen. Der Gesellschaft wird die Arbeit nicht ausgehen. Aber wir haben ja gerade auch gehört, welche Jobs dann das zum Teil auch sind. Martin, du hast im Vorfeld mal geguckt. Welche Bereiche werden gefragt sein stärker in Zukunft, welche Bereiche vielleicht eher nicht? Weil das ist ja mal interessant, vielleicht für jüngere Leute auch zu sehen, auf welches Pferd kann man setzen? Ja, also Berufe wie zum Beispiel Flugbegleiter, Paketdienste braucht man nicht mehr. Was man auch nicht braucht, sind zum Beispiel Schlachter in Großschlachtereien. Manchmal fragt man sich auch, ist es nicht auch besser, wenn es das nicht mehr gibt? Lagerarbeiter, du hast vorhin schon das Stichwort gesagt, Eingeben von Zahlenkolonnen in irgendwelche Statistiken dann, wie es in vielen Behörden ja noch der Fall ist. Selbst bei den Anwälten, bei den Ärzten werden viele Eingaben im Hintergrund von Maschinen gemacht werden können. Aber ich sag mal, also der Arzt bleibt natürlich. Flugbegleiter, das verstehe ich also überhaupt nicht. Buchhalter, zum Beispiel Steuerberater. Lass uns mal auf die andere Seite blicken, Martin. Was bleibt? Was bleibt? Was bleibt eigentlich? Also alles im Bereich IT, moderne digitale Verarbeitung. Dort vor allem die hochwertigeren Dinge, aber auch im mittleren Management. Was bleibt, ist auch so die Steuerung von großen Projekten, also wenn es darum geht, es ist jetzt ein schlechtes Beispiel, den Berliner Flughafen mal fertig zu kriegen. Da, das können Roboter auch nicht oder künstliche Intelligenz schaffen. Das ist in dem hochwertigeren Bereich. Was bleiben wird, du hast vorhin zitiert, das Werk der Hände, das Handwerk. Also das
der ganze schlechte Ruf, den das Handwerk über Jahrzehnte gehabt hat, alles stürmte an die Universitäten, bloß kein Handwerk machen. Ach, du meinst schlechter Ruf, weil die Leute studieren wollten, anstatt... Ja, wollten, okay. Ne? Das galt ja als quasi vom Image her, war das Studium in den letzten Jahrzehnten noch absolut im Vorteil gegenüber dem Handwerk. Ja. Und das dreht sich jetzt gerade für viele Handwerksberufe. Ja. Also ich habe den Schlachter genannt, ob der Bäcker bleibt, ob nicht da einfach viele Großbäckereien einfach dann einzelne Stationen beliefern, ist noch eine andere Frage dann. Friseure, das ist auch noch wackelig. Dann schneidet da wird mir natürlich ein Computer die Haare, oder wie? Ja, was du, bleiben wird, find's auch spannend, ist der ganze hören. Bereich der empathischen Berufe. Also die Pflege, der Arzt, der medizinische Bereich, Psychologen, Erzieher, Lehrer in dem Bereich. In Japan gibt es einen Professor, der hat schon Roboter entwickelt, die im Kindergarten und in der Schule eingesetzt werden sollen. Weil die machen das natürlich perfekt. Und dieses ganze Thema mit den schlechten Lehrern, über die wir gemeckert haben, und die Erzieher, die im Kindergarten das eigene Kind, das ja eigentlich schon fast ein Genie ist, nicht ausreichend gefördert wird. Ein Roboter würde das alles perfekt und richtig machen. Also Moment, steile These. Das glaubt, ja, wollte ich gerade sagen, perfekt und richtig. Ich habe das auch nicht behauptet. Ja, ja, okay, du zitierst, ja. Mhm. Hast du irgendwie eine Zeitangabe noch, wann diese schöne neue Welt... Sie läuft. Wirklich wahr? Ja, also Roboter sind ja in der Autoindustrie schon da. Na klar. Wir reden über Drohnen im Paketzustelldienst. Wir reden über selbstfahrende Autos. Also, dass Pakete künftig von selbstfahrenden Autos geliefert werden, ist nun wahrlich kein Ding, was noch 10 Jahre dauern okay, wird. Okay, ne? Das stimmt. Aber es ist mal interessant, weil ich merke immer so, wie ich so eine Abwehrreflexhaltung habe, weil ich insgesamt nicht der Mensch bin, der bei neuen Techniken sofort dazugehört. So. Also in so ein autonom fahrendes Auto, ich werde einer der Letzten sein, der sich, glaube ich, da reinsetzt. Das wollte ich nur so sagen. Und Margot, du hast gerade auch gesagt... Naja, bestimmte Dinge kann man sich vorstellen. Zum Beispiel denke ich manchmal, also die armen Männer von der Müllabfuhr, ja, das ist ja auch Knochenarbeit den ganzen Tag. Ich gucke da manchmal aus meinem Fenster und sehe, wenn dieses Müllauto, da könnten natürlich, das kann ich mir alles vorstellen, dass die Mülltonnen dann automatisch und dass dann selbstfahrendes Auto ist, das findet, wo die Mülltonne ist und das, sowas kann ich mir vorstellen. Aber Lehrer oder Erzieherinnen, Lehrerinnen oder Erzieher, das hängt so viel doch ab, wie du den Lehrer empfindest, was da an Emotion auch da ist. Ich weiß, als wir einen jungen Lateinlehrer kriegen, haben wir alle auf einmal Latein gelernt, was wir vorher gar nicht mochten. Das hängt doch so viel vom Zwischenmenschlichen. Ja, da wollte ich auch hin. Kann ich mir nicht vorstellen. Genau, mir fehlt das dann auch, so diese menschliche Seite. Und also ich würde mein Kind keinem Roboter anvertrauen. Da hat der Chef von, ich meine Samsung war es ja, also ist ja ein großer koreanischer Konzern, Handys, Computer, die machen ja alle neue Technologien. Der sagte, gerade weil Roboter so viel immer mehr machen können und auch abnehmen können, das, was wir der Mensch, dem Roboter immer noch voraus hat, ist Mitgefühl, Empathie. Also das, genau das Menschliche sein. Deshalb, was du, glaube ich, bisher noch vergessen hast, waren all diese Pflegeberufe und so, oder? Hast du gesagt? Achso, beide, okay, haben wir beide gesagt. Okay, sorry, dann habe ich da nicht. Also ich glaube das auch nicht, dass das... also Empathieberufe. Genau, ja? Die Empathieberufe, dass Pflege, ein Roboter das ersetzen Therapie. Kann. Das wird er nicht schaffen. Es passt auch nicht, weil ja auch dieser Bereich Kindergarten, Schule auch so ein Marktplatz ist, ein Tummelplatz ist, um uns zu erproben. Wie stehen wir da im sozialen Gefüge? Mhm. Was sind das für Leute? Sind es Freunde oder Gegner? Also es ist eine Vorübung für das Erwachsenenleben schon, wie man miteinander umgeht im Kindergarten. Es ist, oder in der Schule, es ist weitaus mehr ja als ein Lernort. Mhm. Nochmal zum Wandel, der das Ganze mit sich nimmt, weil jetzt auch so geburtenschwache Jahrgänge kommen, das hatten wir vorhin schon kurz angerissen, dass die Leute sich die Jobs mehr aussuchen können, als das vielleicht früher der Fall war. Wie findet ihr diese Entwicklung, dass auch die Ansprüche höher sind und dass die jungen Leute, ich nehme mal an, vielleicht auch eure Kinder, gehen die insgesamt da anders ran, machen die sich, wie soll man sagen, weniger kaputt? Was ja vielleicht auch gut ist oder... Wisst ihr, was ich meine? Also ich denke, dass die Generation unserer Kinder, das bist ja du im Grunde, dass die schon wesentlich mehr darauf achten, dass die Work-Life-Balance
tatsächlich stimmig ist. Ja. Ich glaube, dass das da eine höhere Sensibilität dafür gibt. Dass, also Arbeit ist nicht das ganze Leben, sondern ist einfach ein Teil des Lebens. Und der andere Teil, der ist das private Leben, das persönliche Leben, ist da auch sehr wichtig. Ich finde das im Grunde auch richtig und gut, sonst steht eben auf dem Grabstein, Mühe und Arbeit war sein Leben, Ruhe hat ihm Gott gegeben. Ja? Also dieses Arbeitsethos, das sagt nur durch Arbeit und anständig und viel Arbeiten ist dein Leben sinnvoll. Ich glaube, das ist nicht zurückzuholen. Ja, das bedingungslose Wir wollten noch einmal auf das bedingungslose Grundeinkommen kommen. Ja. Und ich muss sagen, den Teil aus Brechts Buch habe ich gelesen und das leuchtet mir ein, weil ich denke, wenn wir eine Gesellschaft sind, in der die Menschen erstmal abgesichert sind, erstmal im Grunde abgesichert sind durch die Leistungsstarken. Ich meine, wir haben etliche Leute, die genug Geld verdienen in diesem Land und dann entscheiden können, wie viel. Wo bringe ich mich ein? Wie viel bringe ich ein? Dann finde ich, kann das ein Land auch sehr, sehr befrieden. Ich halte viel davon, weil im Moment auch die ganze Bürokratie, die damit zusammenhängt, für Leute, die angewiesen sind auf Sozialleistungen, dann Anträge stellen müssen, also beispielsweise 156 Euro für eine Einschulung. Was dürfen sie davon kaufen, was dürfen sie nicht davon kaufen? Mhm. Das ist ein ungeheurer Bürokratie-Wahn da drin, denke ich. Und das könnte abgelöst werden. Da sagt man, jeder hat erstmal genug zum Leben. Und dann kann man gucken, wer will wie viel draufstocken, um besser oder vielleicht auch nicht besser, mit mehr zu leben. Ich muss auch ehrlich sagen, immer wenn ich das höre und lese, auch im Zusammenhang mit Brecht, der Reflex bei mir war auch immer, ja, klingt irgendwie ganz sinnig. Und dann habe ich auch mal so ein bisschen recherchiert und ich bin also bei der Taz fündig geworden, die ja nun gerade auch eher ein linkes Blatt ist, wo man denkt, okay, die ist ja eher vielleicht pro Grundeinkommen, ja. Die haben ein Gutachten zitiert vom unabhängigen wissenschaftlichen Beirat beim Bundesfinanzministerium, das sagt, das ist nicht finanzierbar. Das haut nicht hin. Stattdessen, und das vielleicht ist auch das, was du meintest, sagen sie, noch mehr tun für bedarfsorientierte Grundsicherung. Also nicht Grundeinkommen für alle, sondern Grundsicherung reformieren und da einen sicheren Boden schaffen. Das soll ja jetzt das Bürgergeld ermöglichen. Ja. Was ich dabei bei der Reform jetzt positiv finde, ist, dass mehr zuverdient werden kann. Mhm. Weil im Moment gab es ja überhaupt keinen Anreiz, irgendwas dazu zu verdienen, weil das ja alles dann abgezogen wurde von den Sozialleistungen. Mhm. Nun sagen aber einige, wenn du da dazu verdienen kannst, dann haben manche sagen dann, warum sollte ich überhaupt erstmal mein Einkommen selber generieren? Dann gehe ich gleich ins Bürgergeld und verdiene mir was dazu. Also das ist noch nicht die Lösung, die jetzt da ist. Lass uns mal versuchen, die großen Linien zu erkennen. Also wir haben zum einen eine besser werdende Situation für ganz gut ausgebildete Leute. Die können sich quasi Jobs aussuchen. Und für die ist das sozusagen vielleicht eine positive Entwicklung. Ja? Also haben wir ja eben skizziert. Dann haben wir gleichzeitig immer mehr sehr wahrscheinlich prekäre Jobs, wo man schneller austauschbar ist und wo vielleicht das nicht so rosig aussieht, sondern wo es auch ein Hauen und Stechen geben könnte. Richtig soweit? Mhm. Ja, weil ich nämlich auch noch mal geguckt habe, was die Soziologie dazu sagt. Also die sagen, dass die technologische Entwicklung derart dynamisch ist, auch was die Demografie betrifft und den Fachkräftemangel, dass wir insgesamt auch uns immer weiter auch anpassen und verändern müssen gleichzeitig. Es ist mit einer kleinen Weiterbildung hier und lebenslangem Lernen nicht mehr getan. Es wird immer komplexer und man muss sich gleichzeitig auch immer mehr neu erfinden. Das kommt, glaube ich, auch noch dazu. Und zwar für alle Beteiligten, würde ich sagen, oder? Ja, wenn das überhaupt reicht. Also in Umschulen sind wir in Deutschland, glaube ich, ganz gut. Aha. Da haben wir ein System, das ja bewährt ist da. Aber die Frage ist wirklich, ob das reicht bei den Anforderungen, die es neu geben wird. Also zum Beispiel im medizinischen Bereich wird es viele neue Berufszweige geben, von denen wir noch gar nicht wissen. Also den Beruf des Influencers, den würde ich jetzt inzwischen ernst nehmen. Also vor 1-2 Jahren habe ich darüber noch gelacht und die Nase gerümpft. Das ist ein neues Berufsbild. Es ersetzt einiges im Bereich Marketing. Wenn Menschen quasi als Vorbild für jüngere Leute dienen, das funktioniert in ganz vielen Bereichen. Mhm. Also da kommt was Neues, aber einiges wird auch nicht ausreichen dann in dem Bereich. Also wir werden mehr Arbeitslose
haben, glaube ich, in dem Bereich oder minder qualifizierte. Es gilt auch für die Paketboten, die jetzt im Moment einen Boom hatten in der Corona-Zeit, aber auch trotz aller Amazon-Zalando-Dinge wird da mehr Arbeitslosigkeit und nicht so eine große Zukunftsperspektive sein. Da weiß ich, da bin ich wirklich so, also da glaube ich immer eher denen, die sagen, es wird genug Arbeit geben. Aber ich glaube, das Problem wird sein, dass, das erwähnen viele Studien, dass es eine stärkere Ungleichheit der Löhne gibt. Also es gibt sinkende Reallöhne in der Mitte des Lohnspektrums. Also oben, du hast gerade gesagt, IT-Spitzenkräfte werden weiter gesucht, aber ich glaube, da geht die Schere, wird weiter auseinandergehen. Das ist natürlich politisch sehr gefährlich für unsere Gesellschaft. Absolut. Das merken wir bei uns schon, in anderen Bereichen ja auch schon. Wenn Menschen sich abgehängt fühlen, dann finden sie die Eliten in Politik, in Wirtschaft, in den Medien nicht mehr gut und wenden sich ab. Und das wäre ja eine ganz verheerende Entwicklung. Und das haben viele in der Politik und in der Wirtschaft natürlich auch erkannt und sind bereit zu Veränderungen da. Und in der Politik vielleicht noch weniger, weil da stehen wieder Wahlen an nach 4 Jahren dann. Aber genau, dann lass uns doch am Ende noch darauf hingucken, also was passieren müsste, damit diese Schere nicht auseinandergeht. Und da zitiere ich noch mal Jutta Almendinger, Soziologin, die sagt, das Bildungssystem muss sich auch verändern, damit wir eben nicht Leute verlieren und die auf der Strecke bleiben. Es muss einladender als heute werden, inklusiver. Es muss besser informieren, aktiv auf die Menschen zugehen. Und wir brauchen viel mehr Fachkräfte, das ist so in Richtung Coaching, die Beschäftigten beraten über neue Entwicklungen. Prävention ist das Stichwort, bevor Leute nicht mehr gebraucht werden und arbeitslos werden. Aber ich meine, da können wir mal eine ganze Sendung zu machen, was das Bildungssystem betrifft und wie Menschen gefördert werden oder nicht gefördert werden. Ja, aber ich wollte den Gedanken am Ende noch mal aufgreifen, weil wenn wir darüber Gedanken machen, in welche Richtung das alles geht, und es ist ja auch noch so viel nicht so ganz greifbar, dass da die Hand ausgereicht werden muss, dass man die Leute mit reinholt und dass die drin bleiben, oder? Aber ich glaube, wenn jetzt zum Schluss noch der soziale Frieden kommt, dann denke ich doch, dass das bedingungslose Grundeinkommen, wenn das Finanzministerium das ausrechnet, ist mir klar, dass das ist nicht finanzierbar, ja. Aber die Frage ist, was ist uns der soziale Friede wert in diesem Land? Und das müssen wir ja auch überlegen. Ja, so ein bisschen abschließend die Frage. Also wir haben das alles so angetastet. So. Es ist so ein bisschen schwierig, sich wirklich konkret vorzustellen, was dann am Ende des Marathons sein wird. Aber seid ihr froh, dass ihr sozusagen den großen Wandel jetzt nicht mehr so richtig mitmachen müsst in eurem Lebensalter? Oder seht ihr es als Chance? Also ich finde das wirklich sehr interessant, erstmal ganz neutral betrachtet. Mhm. Ein bisschen Sorge mischt sich da auch rein. Und das hat natürlich mit den ganzen großen anderen Dingen zu tun. Krieg, Co-Epidemie, Inflation. Also es gibt genug große Dinge, die uns Sorgen machen, die wir über Jahrzehnte nicht gehabt haben dann. Margot? Ich kann sagen, ich sehe es mit Spannung, aber schon auch mit Sorge. Ja. Und bin mir sehr bewusst, dass meine Generation nach 45 in Westdeutschland geboren sehr, sehr privilegiert war. Auch wenn wir die Babyboomer waren und immer alle zu viele waren. Aber gab es doch ganz große Chancen, sich zu entwickeln. Übrigens auch soziale Grenzen zu überspringen für meine Generation. Mhm. Also die Reformen der 70er Jahre haben ja dazu geführt, dass eben auch Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern, aus Nicht-Akademiker-Elternhäusern studieren konnten. Und das geht wieder massiv auseinander. Das heißt, die soziale Herkunft und der Bildungsabschluss hängen wieder ganz eng zusammen. Mhm. Also das sehe ich schon mit Sorge, ja. Ja, und ich abschließend, wenn ich sagen darf, weil bei mir ist auch so, ich darf, / muss noch 25 Jahre, und bei mir, ich frage mich ehrlich gesagt auch, wird es so lange noch Fernsehen geben? Wird es den NDR noch geben? Wird es Hallo Niedersachsen? Also wird es das, was ich mache, so lange noch geben? Oder werde ich irgendwann auch mal noch einen großen Umbruch noch mal machen müssen? Du bist jung und flexibel. So. Du schaffst das schon. Was zu beweisen wäre. Ja, wir gucken mal. Also deshalb fand ich das heute auch sehr spannend, mir darüber mal Gedanken zu machen mit euch. Danke, Martin, dass du heute mal die Seiten gewechselt hast. Ja. Hast du gut gemacht. Vielen Dank, mein Lieber. Bei nächster Gelegenheit wieder. Mal gucken, ob wir dich hier nochmal wiedersehen. Ganz herzlichen Dank, dass du heute mitgemacht hast. Auch an dich, Margot, vielen Dank. An Sie auch natürlich alle. Und wie immer die letzten Worte. Ja, bleiben Sie behütet. Mensch, Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilje-Stiftung.